Hallo. Schön, hier zu sein in Berlin. Berlin bedeutet mir sehr viel. Als ich 7 war, sind meine Mutter, meine Schwester, mein Vater und ich hierher gezogen. Mein Vater war ein guter Opernsänger und er hatte ein Engagement an der Deutschen Oper in Berlin. Wir sind also hierher gezogen, haben hier gelebt, an der Königsallee. In der Nähe dieses großen Parks. Das war eine tolle Zeit. Wir kamen direkt aus Amerika hierher, wo ich 1956 geboren wurde. Und mein Vater hatte 1962 in der Nähe von Gothenburg in Madame Butterfly sein Debüt. Und dann hatte er das Engagement hier und ich bin hier auf die deutsch-amerikanische Schule, die John F. Kennedy Schule gegangen und ich habe die Sprache gelernt. Damals hatte ich flüssig sprechen können, das Deutsch, das Berlinerische auch. Und das ist einer der Gründe, warum ich wieder hier bin. Ulf hat mich hierher mitgebracht, um etwas über das Singen zu sprechen. Und es ist so interessant zu hören, wie hier Kunst und Musik in die Arbeit der LaRouche-Bewegung eingeflochten werden. Ich denke, das ist wirklich fantastisch. Musik bedeutet viel, Kunst bedeutet sehr, sehr viel für Menschen. Mehr als wir vielleicht glauben. Es war das Wichtigste in meiner Familie. Mein Großvater hieß Jussi Björling und er wurde einmal zu seiner Zeit als der größte Tenor der Welt behandelt. Und es fing vor Jussi an. Jussis Vater, David Björling. Ich habe hier ein paar Bilder mit ihm. Der alte Mann dort, das ist Jussis Vater, David. Und er war ein besonderer Mann, sehr dickköpfig und er wollte schon sehr früh singen. Er war 15, vielleicht 16 Jahre alt, als er mit dem Singen begann, also professionell. Er hat in Chören gesungen, er wollte dann in die Schule. Sein Vater hatte Probleme, denn damals musste man ein Handwerk erlernen und wir waren Schmiede. Und das heißt, er sollte also auch Schmied werden, aber das wollte er nicht. Sein Vater wusste also nicht, was er jetzt mit ihm anfangen soll, keine Ausbildung, kein Geld, wie soll er sich oder geschweige denn eine Familie ernähren? Und er hatte also so große Probleme, dass er ihn zu einem Freund schickte und sagte, ich werde also aus diesem Jungen einen Mann machen. Und dann sagte er, ich kann mit dem nichts anfangen, der ist viel zu dickköpfig, der will einfach nur seine Musik machen. Und er hat also seine Familie verlassen, ist nach Stockholm gegangen, hat angefangen Musik zu studieren und er war ein sehr kluger Mensch. Denn immer wenn er hörte, dass der König sich irgendwo zeigen würde, dann war er irgendwie da. Und als er den König gesehen hat, irgendwie aus dem Gebäude, wie er gerade rauskam, fing er an zu singen. Und der König damals, Oskar II. In Schweden, wollte Tenor werden. Und natürlich hat er das gehört, was David gesungen hat. Und so hat er sein eigenes Portemonnaie gezückt und hat die Ausbildung für David Björling in Wien am Musikalischen Konservatorium bezahlt. Er ging also dorthin, kam mit gutem Abschluss zurück nach Schweden und direkt bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, hat er sein Debüt in Gothenburg gemacht, genauso wie mein Vater als Pinkerton in Madame Butterfly. Er war ein großartiger Sänger. Ich habe damals die Kritiken gelesen, ich habe die Kritiken gelesen über die Aufführung damals. Es war so, dass wenn der Dirigent oder der musikalische Direktor er ihm gesagt hat, er soll so und so singen, dann hat er gesagt, nein, das mache ich nicht, ich mache das so, wie ich das denke. Und seine Opernkarriere endete dann relativ schnell.
Dann hat er eine Maschine bedient, die also die Sahne von der Milch trennt. Und irgendwie hat er die Nase voll gehabt davon. Und dann ist er einfach verschwunden. Und nach ein paar Jahren wollte man ihm also einen Totenschein ausstellen, weil man nicht wusste, wo er abgeblieben war. Und dann taucht er auf einmal wieder auf. Und die Geschichte ist folgende. Er hat ein Schiff genommen nach New York, fing dort an zu singen, um einfach Geld zu verdienen. Er hat also in Restaurants und so weiter gesungen. Und einige Leute haben ihn gehört und haben sich gedacht, Mensch, das ist ein guter Sänger. Sie haben ihn an die Metropolitan Opera Schule gebracht und dann hat er mit Caruso studiert. Und als Caruso sagte, er solle mit dem so und so vielleicht singen, dann war er dickköpfig und gesagt, nein, 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 ich will das anders machen. Ich will das so machen, wie ich das denke. Und die hatten also ein Missverständnis und Caruso hat ihm eine gescheuert und dann hat er Caruso eine Backpfeife zurückgegeben und dann hat er seine Tasche gepackt und ist zurück nach Schweden gekommen. Und dann haben sie eben rausgefunden, oh, er war in New York. Der ist dann nach Dalarna gegangen. Und dort traf er also diese wunderschöne Frau. Esther Sund. Sie sang im Chor und sie trafen sich also in diesem Chor, verliebten sich und dann haben sie diese Kinder hier gemacht. Auf der rechte Junge ist Ulle Björling. Das war also der Erstgeborene. Die klangen alle relativ ähnlich und hatten fantastische Stimmen. An der Linke ist Jussi, mein Großvater, und der Große ist Jösta. Das ist der Jüngste von allen. Und mit den dreien fing er an. Das waren eigentlich vier. Aber als der Vierte geboren war, starb die Mutter an ihrem 35. mit 35 Jahren an Tuberkulose. Nun, jetzt begann er nun mit diesen Jungen zu singen, an sehr frühem Alter, 4, 5 Jahre alt vielleicht. Denn damals, wenn man da kein Handwerk erlernt hat, war es schwierig zu leben. Und er konnte nichts außer singen, aber er war ein kluger Mensch, ein kluger Mann. Er hat also den Jungen das Singen beigebracht und dann hat er Konzerte gegeben. So, das hier war das Björling Männerquartett und die haben überall gesungen. Es stand also auf einer kleinen Kiste und dann haben sie gesungen und die Frauen weinten. Und das war fantastisch. Und natürlich hat David auch gesungen, aber es gibt keinen Beweis, weil es keine Aufnahmen gibt von ihm. Sie sagen, er hatte also eine fantastische Stimme gehabt. Die Jungen wurden natürlich älter und irgendwann ist er wieder zurück nach Amerika gegangen und hat die Jungen mitgenommen. Und sie sind 18 Monate lang auf Tour in Amerika gegangen. Und dort sangen sie also für die Amerikaner, aber auch die schwedischen Einwanderer, viele schwedische Lieder, die natürlich von den Einwanderern erkannt wurden. Und sie haben vielleicht mal von Michael Jackson gehört und der Jackson-Familie. Und das war genauso. Es gab noch etwas, was die auch gemeinsam haben, diese Familien. David Björling hat Geld verdient, indem er für Geld geboxt hat. Und Michael Jacksons Vater hat das auch gemacht. Also, die haben alle gesungen. Man sieht hier vier Sänger. Und Karl, der Jüngste, hat viel später angefangen. Mein Vater ebenfalls war auch Opernsänger, meine Tante auch.
Wir sind also inzwischen 9 Menschen, die sich mit der Musik das Brot verdient haben. Und die Musik bedeutet so viel für meine Familie. Gab uns die Chance zu leben. Und Musik ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass es sehr traurig ist, die moderne Kultur heute, die Popkultur. Die machen alles einfacher und einfacher und einfacher, einfach um Geld zu verdienen. Anstatt Kunst zu schaffen, die etwas für das Herz tut. Und das, denke ich, ist eben ganz fantastisch hier, dass Kunst und Musik in dieser Bewegung ihren Platz haben. Das ist fantastisch. Es ist einmal ein Lied geschrieben worden, das ich für eines der schönsten Lieder halte. Das ist Franz Schubert. Das Lied heißt An die Musik. Und das ist alles, worum es geht. Und ich möchte es Ihnen gerne vorführen. Is it? Also Sie sehen, die Musik ist sehr wichtig für alle.
ist auch sehr wichtig für uns, sie zu singen, sie aufzuführen. Aber selbst junge Leute oder Leute, die heranwachsen, überdenken Sie mal, wie viel die Musik diesen Menschen geben kann. Musik ist eine universelle Sprache. Und wenn Sie Musik kennen, können Sie mit jedem sprechen auf der Welt, der Musik kennt. Wie wir beide hier, wir brauchen keine Worte, wir brauchen nur die Musik und können gemeinsam kommunizieren. Und wir brauchen mehr davon in der Politik. Das könnte das Eis völlig brechen. Ich glaube, dass ein Problem auf der Welt ist, dass wir uns einfach nicht verstehen. Wenn wir alle eine Sprache sprechen, wäre es einfacher. Diese Jungs hier, die hatten keine Ausbildung, aber sie konnten durch ihre Ausbildung miteinander auftreten und sie wurden überall verstanden und sie haben direkt zu den Herzen der Menschen gesprochen. Alle drei wurden großartige Sänger. Es gab die drei Tenöre, das kennen Sie, haben Sie ja gehört. Aber die hier waren die drei Tenöre. Ich möchte etwas über ihre Stimmfarbe sagen. Man sagt, der einzige Unterschied ist, also es wird gesagt, Gösta, der Große, der hinten steht, seine Stimme klang wie Gold, wenn er sang. Oler vorne rechts klang wie Silber und Jussi klang wie Stahl. So hat man sie charakterisiert, die drei. Ansonsten, wenn man sie hört, sind sie sehr schwer auseinanderzuhalten als Jungen. Und das war ihr Vater. Er hatte diese Vorstellung davon, wie gesungen werden muss. Es gab ihnen Hoffnung fürs Leben, dass sie auf der Welt herreisen und durch Musik erzählen konnten. Als er aufwuchs, kam er mit 17 Jahren in die Opernschule in Stockholm. Das ist also ein sehr frühes Alter. Und der Direktor dort in der Schule, als er zum ersten Mal von ihm hörte, hat er gesagt, nein, mit 17 Jahren, das ist viel zu jung. Der kann hier nicht rein. Aber als sie Druck machten, hat man ihm eine Probe zugesagt. Und als er dann dorthin kam, war es ganz still. Nichts, kein Wort wurde gesagt. Und irgendwann richtete er seinen Kopf auf und sagte, Herr Björling, ich kann nichts für Sie tun. Ich kann nichts für Sie tun. Nein, ich kann nichts für Sie tun, weil Gott alles bereits für Sie getan hat. Er hat also schon ganz schnell dort seine Stelle bekommen. Das ist natürlich schwierig, wenn man in diesem Geschäft sehr jung hineinkommt. Mit anderen Opernsängern gemeinsam zu singen, das kann sehr, sehr anstrengend sein. Es gibt viel Wettbewerb. Man muss also eine starke Person haben, um das machen zu können. Aber er war so gut. Die Qualität seines Gesanges war so gut, dass sich niemand mit ihm streiten wollte. Ich weiß, einmal hat er im Chor gesungen, in der Opernschule, und manchmal war er etwas zu spät dran. Und das war eine große Kirche, wo sie auftraten. Und der Dirigent hat ihn gefeuert, hat gesagt, du gehst nach Hause, solche Leute brauchen wir nicht, wenn die hier zu spät kommen. Und dann geht er also raus und knallt die Tür hinter sich zu. Und dann macht er die Tür auf, steckt seinen Kopf rein und sagt, versuchen Sie doch einen besseren Tenor zu finden. Also er kannte seine Qualität. Das brachte ihn bis an die Metropolitan Opera in New York. Und das war natürlich eine große Sache. Denn wenn man in der Metropolitan singt, dann ist es nicht einfach nur die Metropolitan. Man fängt da an und dann reist man durch alle großen Opernhäuser Amerikas und das machte ihn weltbekannt. Als er zurückkam, also er hatte während des Krieges, wollte er nicht zurückkommen, er hatte Angst, weil viele Schiffe damals versenkt worden waren. Er blieb also in Europa
sang auch in Berlin einmal nach dem Krieg. Das heißt, er hat es also wirklich seinen Durchbruch gemacht. Und eines Tages gab es einen jungen Mann in Italien, Luciano Pavarotti, der sich eine der alten Schallplatten anhörte mit Jussi Björling. Und da entschloss er sich, Tenor zu werden. Und so gut wie Jussi Björling zu werden. Ich habe ihn getroffen, der hat mir diese Geschichte erzählt. Denn der wollte eigentlich professioneller Fußballer werden. Man sollte ihn mal sehen. Der war ganz schlank, ein großer Mann, ungefähr so groß wie ich, sehr schlank und mit Fußballkleidung. Es gibt diese Bilder. Aber dann hat ihn die Oper gepackt und er ist ein bisschen dicker geworden, ein bisschen größer. Also nicht nur körperlich größer, sondern auch ein großer Sänger. Und das hat mich natürlich alles geprägt und gefärbt, mich und mein Leben. Ich wollte eigentlich anfangs gar nicht singen, denn ich bin auf dem Rücksitz aufgewachsen mit meiner Mutter. Wir sind überall rumgefahren und getourt und mein Vater war mit dem Pianisten vorne im Auto. Wir haben das also für eine Reihe von Jahren gemacht und das war natürlich für einen Jungen ziemlich langweilig und ich wollte nicht als Erwachsener dann auch noch so ein langweiliges Leben haben, in irgendwelchen Konzerten rumzusitzen, wo man kein Geräusch machen darf, man muss immer still sein, das war so ziemlich ernst. Und ich wollte eigentlich nicht singen. Ich wollte etwas anderes machen nach der Schule. Ich wollte Verkäufer werden, Händler, alle möglichen Sachen. Und irgendwann ist mein Vater etwas nervös geworden. Er hat mich also an den Schultern gegriffen und hat gesagt, bitte, kannst du nicht versuchen, wenigstens zu singen? Und dann habe ich das gemacht. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Die Musik hat mich gepackt. Und das ist, was mit einem passiert, wenn man mit der Musik beginnt. Sie ergreift einen und wenn sie einen erstmal hat, dann lässt sie einen auch nicht mehr los. Ich bin immer noch da, ich singe immer noch. Und ich möchte jetzt ein schwedisches Lied singen für Sie. Es ist vergleichbar mit Andi-Musik, aber es ist von einem schwedischen Komponisten, Karl Schröbe. Und das Lied heißt Tunena, das heißt also die Töne. Es beschäftigt sich damit, wie das so ist im Leben. Wir haben viele Gedanken und die drehen sich im Kopf und im Geist herum. Und in dem Text steht, aber die Töne, die Musik beruhigt und heilt. Oh.
Here is another picture of Yossi. And hier ist noch ein weiteres Bild von Yossi Björling. Ich bin sehr stolz auf diesen Mann, sehr, sehr stolz. Ich bin stolz, sein Enkel zu sein. Das ist mein Vater. So sah er aus, als er hier in Berlin sang. Ja, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, beieinander zu sein. Und wir wären länger in Berlin geblieben, aber meine Mutter hatte Heimweh nach Schweden und die Familie zog also 1965 zurück nach Schweden. Ich habe auch eine Schwester, die diejenige war, die mit Singen anfing. Sie wurde zur Musikschule geschickt, aber mich schickte meine Mutter nicht zur Musikschule. Sie dachte, ich sei zu jung. Und ich hätte also einen Bus und noch eine Bahn nehmen müssen in die Stadt und da war sie einfach zu ängstlich. Das erste Mal, als wir zusammen sangen, haben wir ein Konzert zusammengegeben und sie war so nervös. Sie zitterte und deswegen hat sie das Singen aufgegeben, obwohl sie eine sehr schöne Stimme besaß. Dann wurde sie eine Innendekorateurin und arbeitet in Schweden. Und meine Mutter ist eine sehr gute Malerin. Kunst ist also überall in unserer Familie verbreitet. Und das Problem mit der Kunst heute ist, dass die gesamte Gesellschaft und jeder glaubt, dass Kunst und Musik nur so ein Hobby seien. Das ist wirklich tragisch, dass es so ist, denn es hält die Leute davon ab, wirkliche Künstler zu werden. Man verdient ja auch nicht viel Geld, es sei denn, man ist ein großer Star. Und wie viele gibt es davon schon? Obwohl man heute eigentlich jeden ein Star nennt, ein Chefkoch, ein Starkoch, ein Starfußballer. Es ist also einfach, ein Star zu werden. Aber wirklich groß zu werden in diesen künstlerischen Karrieren ist wirklich schwer. Viele Künstler können kaum ihren Unterhalt verdienen. Also wir müssen Kunst wirklich als etwas Großes in unserem Leben verstehen. Wo immer man auch hinschaut, wir vergessen, dass dahinter immer ein Künstler steckt. Das ist meine Künstlerfamilie. Und es beinhaltet immerhin 4 Generationen, die weltweit gesungen haben. Ich bin sehr dankbar dafür, sehr glücklich und bin glücklich, dass Sie in Ihrer Bewegung Musik und Art mit einbeziehen. Bevor ich gehe, möchte ich noch ein Lied für Sie singen. Und das ist wirklich eines meiner Lieblingslieder. Von Ludwig von Beethoven, Adelaide. Und das ist dann mein Schlusswort für Sie. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.